Auch wenn euphorische Mediennutzungsstudien davon berichten, dass 99% der Jugendlichen in Deutschland praktisch ein Smartphone besitzen und Internetzugang haben, dann heißt es noch lange nicht, dass alle digital teilhaben können. Für benachteiligte junge Menschen, zum Beispiel junge Geflüchtete, ist der einzige Zugang entweder freies WLAN, wirklich freies WLAN, in Einrichtungen oder Prepaid-Karten, weil sie keine eigenen Handyverträge abschließen dürfen. Digitale Jugendarbeit braucht also neben Technik und Medienbildung auch eine jugendpolitische Komponente, die sich dafür einsetzt, dass alle mitmachen können und alle gehört werden.